The Buddhist teaching on love is the topic of a retreat in Plum Village, which lasted 3 months. And the lectures have been transcribed, and they are going to be published shortly under the title The Buddhist Teaching on Love. Die buddhistischen Lehren zur Liebe waren das Thema des letzten Retreats in Plum Village, das 3 Monate gedauert hat. Alle Vorlesungen, alle Vorträge sind transkribiert worden und werden demnächst erscheinen unter dem Titel Die buddhistische Lehre der Liebe. Since we have only a few days together, I cannot do the work of 3 months. Therefore, I will offer you only the essentials of the exercises that were offered during that winter retreat. Da wir nur noch 2 Tage haben, die wir miteinander verbringen, 2 Tage, um den Inhalt von 3 Monaten sozusagen zu präsentieren, möchte ich euch nur die Essenz, die Zusammenfassung mitteilen, die auf diesem Retreat entstanden ist. You enjoy making use of the book when it is published, and the first sentence, the first exercise that was offered is, may I be peaceful, happy, and light in body and in mind. Ihr werdet vielleicht das Buch nutzen wollen, wenn es erscheint. Der erste Satz, die erste Übung, die angeboten wird, lautet folgendermaßen. Möge ich friedvoll, glücklich und leicht sein im Körper und Geist. It sounds like a wish, because this exercise is expressed in the form of a wish first. Das klingt nach einem Wunsch, und tatsächlich wird diese Übung auch zuerst als Wunsch formuliert. But when we pronounce the words, we know that what are the essentials, elements that we need for us to be really happy. Aber wenn wir die Worte ausdrücken, dann wissen wir schon, welche grundlegenden Elemente wir benötigen, um glücklich zu sein. There are many things that we want, we wish for, but not all of them are essential to our happiness. In fact, many of them, many things that we crave in our daily life are just giving us more suffering. Es gibt immer unglaublich viele Dinge, die wir uns wünschen. Und durchaus nicht alle davon führen zu unserem Glück. Tatsächlich ist es sogar so, dass viele der Dinge, die wir im Alltag tun und uns im Alltag wünschen, uns mehr von unserem Glück fernhalten. This has to do with our idea concerning our happiness. Und das liegt daran, dass wir eine Vorstellung davon haben, was Glück denn sei. May I be peaceful? Peace is the foundation of all happiness. If you don't have peace in your heart, no matter what you have, no matter what you do, you won't be happy. Möge ich friedvoll sein. Friede ist die Grundlage für alles Glück. Wenn du keinen Frieden im Herzen hast, dann kannst du nicht glücklich sein. Gleichgültig, was du besitzt, gleichgültig, was du tust. So if you have already seen with your experience that peace in your heart is the most essential thing for you, then you will never exchange that for anything else in the world. Und wenn du mit deiner eigenen Erfahrung eingesehen und erkannt hast, dass der Friede in deinem Herzen das Wichtigste ist für dich, um glücklich zu sein, dann wirst du diesen Frieden um nichts in der Welt mehr eintauschen wollen. So when you are tempted by something like a fame, success, money and so on, you should ask yourself the question, do I have to exchange all these with my peace?
Und wenn dich irgendetwas verführen sollte, sei es Ruhm, sei es Besitz, was es auch sei, frage dich immer, ist das in Zusammenhang zu bringen mit meinem inneren Frieden? Therefore, you know how to make the good decision. Und dann wirst du wissen, wie du die richtige Entscheidung treffen kannst. May I be peaceful, happy and light in body and in mind if we meditate deeply on this. We know how to eat, what to eat, how to live our daily life to preserve the lightness and the peace within our body and our mind. Möge ich glücklich und leicht sein in Körper und Geist, heißt es weiter. Wenn wir tief meditieren, dann werden wir genau wissen, was wir essen und trinken sollten und was wir nicht essen und trinken sollten. Wie wir unseren Alltag leben sollten, um die Leichtigkeit und das Glück sowohl in unserem Körper als auch in unserem Geist aufrechtzuerhalten. Looking at the dinner table, for instance, you use your mindfulness to see whether the things you are going to eat will give peace to your body or not. Wenn du zum Beispiel mit Achtsamkeit den Abendessentisch anschaust, dann wirst du erkennen und wirst sehen, ob die Dinge, die du da essen willst, geeignet sind, Frieden in deinem Körper und in deinem Geist aufrechtzuerhalten. If you know that the thing you are going to eat will preserve peace and lightness in your body, and then you just enjoy eating it. Und wenn du erkennst, dass die Dinge, die du essen willst, Frieden und Leichtigkeit in deinem Körper bewahren, dann wirst du mit großer Freude essen können. And if it is the opposite, and then you know that you should not touch the kind of food that will deprive you later on of your peace and your lightness. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, dann wirst du wissen, dass du dieses Essen besser nicht anrührst, denn es wird früher oder später deinen Frieden und deine Leichtigkeit zerstören. When you are about to watch a television program, something like Colombo, or what, you have to ask yourself as to whether after watching that program, your mind and your body will get more peace, more lightness, or less. Auch wenn du ein Fernsehprogramm anschauen willst, vielleicht ein Film von Columbo oder sowas, dann wirst du, wenn du genau hinschaust, feststellen, ob dieser Film, das, was du da wahrnimmst und siehst, deinen Frieden und deine Leichtigkeit zerstören wird oder nicht. Because you have had the experience that after 1 hour of TV watching, you feel exhausted, tired in your body and in your mind. Und vielleicht habt ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass nach einer Stunde Fernsehen schauen ihr euch erschöpft fühlt, ermüdet in Körper und Geist. Mindfulness is the Buddha in you that shine the light on all that and tell you what to do and what not to do to protect yourself. Achtsamkeit ist der Buddha in dir, der sein Licht auf alles wirft, was du tust, und dir genau sagt, was du tun solltest und was du nicht tun solltest, um deinen Frieden und deine Leichtigkeit zu bewahren. To practice mindfulness is to practice love. And therefore the first exercise is really exercise on love. Achtsamkeit zu üben heißt lieben zu üben. Und darum ist dieser erste Satz, die Praxis der Achtsamkeit, eine tiefe Praxis der Liebe.
And that is why we can see that the practice of mindfulness is the practice of protection, and therefore its nature is the nature of the five wonderful precepts. Und man kann ebenso sehen, dass die Praxis der Achtsamkeit die Praxis des Schützens ist. Und man sieht, dass ihre Natur dieselbe Natur ist wie die der fünf wunderbaren Richtlinien. Instead of watching Colombo, you might invite your child to go for walking meditation. Und statt Colombo anzuschauen, lädst du vielleicht lieber dein Kind auf eine Gehmeditation ein. I'm sure that you enjoy more walking meditation, and after the walk, you and your child, you feel light and peace within yourself. Und dann geht ihr auf die Gehmeditation, ihr genießt das Gehen, und nach dem Gehen fühlen du und dein Kind sich friedvoller und leichter. And this exercise, why don't we discuss about it in the context of our family? Und diese Übung, warum besprechen wir sie nicht in unseren Familien? We do it in such a way that even the youngest ones in our family will be able to contribute his or her insight. Wir könnten das so tun, dass selbst die jüngsten Mitglieder unserer Familie ihre Einsichten beitragen können. And when the young person commit himself or herself to the practice, he or she would not feel that this is imposed on him or her by adults. Und wenn dann die jüngsten Mitglieder der Familie so ihren Beitrag zur Praxis leisten, an dieser Praxis teilnehmen dürfen, dann haben sie nicht das Gefühl, diese Praxis sei ihnen von den Erwachsenen aufgezwungen. Because this commitment is made on the ground of our vision, our insight, our intelligence, and not obedience. Denn diese Praxis, unsere Verpflichtung zu dieser Praxis, gründet sich auf unsere eigenen Erfahrungen, auf unsere Einsichten und nicht auf Meinungen. We know that the nine exercises on the nine meditation on love always begins by I, may I be, but later on it will become may he be or may she be. Diese Meditationen über die Liebe, die beginnen am Anfang immer mit möge ich und ändern sich dann später in möge er oder möge sie, das und das und das. The second meditation, may I be safe and free from accidents. Die zweite Meditation heißt, möge ich sicher sein und frei von Unglücksfällen. We know that we are subject to many accidents that can befall on us in our daily life. Wir alle wissen, dass uns in unserem Alltag alle möglichen Unfälle zustoßen können. And we have spoken about the mindfulness practice as a wonderful means for protection, self-protection. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass die Übung der Achtsamkeit ein wunderbares Mittel des Schutzes ist, sich selbst zu schützen. Most of the accidents are drawn to us by ourselves. Die meisten Unfälle, denen wir ausgesetzt sind, ziehen wir selber an. We make everything in order for the accidents to arrive. Wir verhalten uns so, dass auf jeden Fall Unfälle entstehen. If we practice looking deeply the way we do things in our daily life, we will see that. Wenn wir üben, tief zu schauen, wie wir unseren Alltag verbringen, dann werden wir das sehr deutlich sehen. The violence that is in us, if we don't know how to take good care of it, it will draw a lot of accidents to us and to the people living with us.
die Gewalt, die wir alle in uns haben, wenn wir nicht uns gut um sie kümmern, dann wird diese Gewalt Unfälle anziehen, die uns zustoßen und den Menschen um uns herum. If we don't know how to handle our anger, our violence, and then one sentence we say, or one act we commit, may break everything and bring us a lot of suffering. Wenn wir unsere Gewalt und unseren Zorn nicht im Zaum halten, dann kann ein Wort, eine Handlung alles zerbrechen und uns unglaublich leiden lassen. And you have the tendency to say that I do not have enough luck today. But in fact, if we practice mindfulness carefully, and then we will be able to avoid these accidents to happen to us. Wir pflegen dann immer zu sagen, wenn uns so etwas zustößt, ach, heute habe ich kein Glück. Aber wenn wir Achtsamkeit üben würden, dann würden uns diese Unfälle tatsächlich gar nicht zustoßen. Falling in love is an accident. Sich verlieben ist ein Unfall. The expression love sick, love sickness also convey the idea that falling in love is an accident. Auch der Ausdruck liebeskrank, Liebeskrankheit zeigt, dass es sich dabei um einen Unfall handelt. Isn't that true that you have done everything so that that accident will arrive to you? Und trifft es nicht zu, dass ihr alles getan habt, damit dieser Unfall euch ja zustößt? You know that when you are in love, you fall in love. You lose a lot of your peace. You are no longer capable of studying, of doing your daily things. Und ihr wisst auch, dass wenn ihr euch verliebt, wenn ihr euch verliebt, dann verliert ihr eine Menge eures Friedens. Ihr seid nicht mehr in der Lage zu studieren und auch viele andere Dinge könnt ihr nicht mehr machen. There's a Vietnamese poet who say, when you fall in love, nobody can save you, including God. Es gibt einen vietnamesischen Dichter, der gesagt hat, wenn du dich verliebst, dann kann dir nichts und niemand mehr helfen, auch nicht Gott. A few years after the enlightenment of the Buddha, many young men of the Shakya family wanted to become monks and to become his student. Einige Jahre nach der Erleuchtung des Buddha gab es viele junge Männer aus der Shakya-Familie, die ebenfalls Mönche werden wollten und seine Schüler. And among these young men, there was one who had been governor. Very powerful, very rich. His name is Badia. Und unter diesen jungen Männern war einer, der regiert hat, der sehr reich geworden ist und sehr viel Macht hatte. Sein Name war Badia. One day sitting in meditation, one night sitting in meditation with other monks on the outside, he suddenly pronounced two times the sentence, oh my happiness, oh my happiness. Eines Nachts, als er mit anderen Mönchen draußen im Freien in Meditation saß, sagte er plötzlich zweimal den Satz, oh mein Glück, oh mein Glück. In the morning, another monk reported to the Buddha what he had heard during the night. And the Buddha summoned Badia to ask him whether it's true that during the night he had uttered these words. Am nächsten Morgen berichtete einer der anderen Mönche dem Buddha, was er gehört hatte. Und Buddha ließ Badia rufen und fragte ihn, ob es denn stimme, dass er diese Worte des Nachts gesagt habe. In the presence of the Buddha and of other monks, Badia said, yes, my lord, last night I did pronounce these words two times. Und in Gegenwart des Buddha und der anderen Mönche
gab Bhagyadas zu und sagte, ja, mein Herr, das ist wahr, heute Nacht habe ich diese Worte gesprochen. The Buddha asked why, and he said, my Lord, when I was governor, I was protected by many units of soldiers, and yet I always live in fear. I did not feel safe at all. I felt that people were ready to kill me at any moment, to take away my power, my wealth, and I, although very rich, very powerful, I was not happy at all. Und er sagte weiter, Herr, als ich noch ein junger Mann war, bin ich von vielen Soldaten beschützt worden, Tag und Nacht. Und trotzdem lebte ich ständig in Angst, immer in dem Bewusstsein, dass jederzeit ein Mörder kommen könnte und mich umbringen, um mir meine Macht zu nehmen, meinen Reichtum zu nehmen. But last night, while I was sitting under the tree and meditating, suddenly I felt a lot of peace, a lot of happiness in me. Aber letzte Nacht, als ich dort draußen unter dem Baum saß und meditierte, war ich plötzlich voller Glück und voller Frieden. All the fear I had in the past, the feeling of unsafety I had in the past, have totally gone. Alle Angst der Vergangenheit, all das Gefühl der Unsicherheit, unter dem ich in der Vergangenheit so gelitten hatte, war auf einmal verschwunden. I have a lot of freedom now. I can do anything I want. I can go anywhere I want. And that is why suddenly I feel that I'm the happiest person on earth. And in that state of insight, I did utter the word, oh, my happiness, 2 times. I am sorry if I disturb the peace of my fellow monks at that moment. Plötzlich war ich so voller Frieden und ich war so frei. Ich wusste, dass ich jetzt tun kann, was ich will. Ich kann hingehen, wo ich will, wo es mir beliebt. Ich bin völlig frei zu tun, was immer ich möchte. Und in diesem Augenblick hat mich das Glücksgefühl so überwältigt, dass ich 2 Mal gesagt habe, oh mein Glück, oh mein Glück. Und ich möchte mich entschuldigen, wenn ich die anderen Mönche damit gestört haben sollte. So practicing this second meditation, we see very clearly that our true happiness is made of our peace and our safety and not of fame, wealth, sex, and all these kind of things. Therefore, we arrange so that we can live our daily life in such a way that safety and peace be possible to us. Und in dieser zweiten Übung erkennen wir ganz deutlich, dass unser Glück abhängt von Sicherheit und von Frieden und nicht von Dingen wie Ruhm, Reichtum, Sex oder all den anderen Begierden des Alltags. Und wenn wir das erkennen, dann können wir üben, dass Sicherheit und Frieden in uns zunimmt und damit unser Glück fördern. People have the tendency to think that when they observe, they practice the precepts, their freedom become limited. Die Menschen haben oft die Ansicht, wenn sie die Richtlinien auf sich nehmen und versuchen, die Richtlinien zu befolgen, dadurch würde ihre Freiheit eingeschränkt. And but with careful examination of the nature of the precepts, you will see that not only the practice of the precepts do not limit our freedom, but they really guarantee our freedom. Aber wenn wir sorgfältig das Wesen, die Natur dieser Richtlinien untersuchen, dann werden wir sehr schnell herausfinden, dass das Befolgen dieser Richtlinien unsere Freiheit nicht nur nicht einschränkt,
sondern dass das Befolgen dieser Richtlinien unsere Freiheit erst ermöglicht. If we practice the precepts about not using intoxicants, alcohol, for instance, we know that because of the practice of the precept, we are going to retain our freedom because being addicted by the drugs and alcohol, we lose all our freedom. Wenn wir zum Beispiel die fünfte Richtlinie üben und uns zurückhalten, irgendwelche Giftstoffe, einschließlich Alkohol, zu uns zu nehmen, dann werden wir sehr schnell herausfinden, dass wir damit unsere Freiheit fördern. Denn sobald wir unter den Einfluss von Drogen, von Alkohol geraten, wird unsere Freiheit sofort eingeschränkt. The young lady or the young gentleman who is addicted to drug is no longer a free person and he or she will lose her or his dignity because they have become a slave of drugs and not themselves anymore. Der junge Mann, die junge Frau, die drogensüchtig geworden sind, sind keine freien Menschen mehr. Sie sind den Drogen verfallen und sie verlieren ihre menschliche Würde, denn sie sind zu Sklaven dieser Drogen geworden. So if I make the vow to refrain from using alcohol and intoxicants, that is because I have the insight that practicing this precept will guarantee my freedom and therefore my safety and my happiness. Wenn ich also das Versprechen ablege, mich zu bemühen, mich von Alkohol und Rauschmitteln fernzuhalten, dann fördere ich dadurch meine Freiheit. Denn ich weiß, dass das Benutzen von Rauschmitteln mich einengt. Und dadurch stütze ich meinen Frieden und meine Sicherheit. I do that out of my insight and my determination, and nobody imposes it on me at all. Und das tue ich aus eigener Einsicht, weil ich verstanden habe, dass es besser so ist, und nicht, weil es mir von irgendjemandem aufgezwungen wird. We might ask the question as, why do you have to receive the precepts formally, in front of many people, why do you have to be caught in rituals? Isn't that sufficient to make a commitment by yourself alone, with yourself, to do that? Enough? So man könnte sich auf die Frage stellen, und warum muss man die Richtlinien ablegen in Anwesenheit so vieler anderen Menschen? Warum muss man das in einem Ritual tun? Ist das nicht ein sich verfangen in Rituale? Reicht es nicht völlig aus, wenn ich dieses Versprechen mir selbst gegenüber ablege? The answer is that in the Buddhist tradition we know that individually we are weak. But if we practice with a Sangha, we are much stronger. Die Antwort ist, in den Lehren des Buddha steckt die Erkenntnis, dass wir individuell schwach sind. Aber wenn wir in Gemeinschaft sind, wenn wir als Sangha üben, dann haben wir sehr viel mehr Kraft. We are in a retreat of 300 or 400 people. We do things together. We practice sitting, walking, breathing together. It seems that all these things become quite easy with the support of the Sangha. But if we are left alone in our living room, maybe we will not do it. Wir sind jetzt auf einem Retreat mit sehr vielen, fast 400 Menschen. Und wir üben diese Dinge zusammen, atmen, gehen, achtsames Essen. Und es scheint so, als wäre es sehr leicht, es in dieser Gemeinschaft zu tun. Aber wären wir in unserem Wohnzimmer allein, dann würden wir es höchstwahrscheinlich nicht machen. That is why the answer is that if we are committed to the practice with a Sangha, and then we'll be able to nourish our practice and make it a real and strong practice. Es ist eine Tatsache,
Wenn wir unsere Praxis im Rahmen einer Gemeinschaft tun, mit Freundinnen und Freunden, dann wird es sehr viel einfacher sein, eine aufrichtige, kraftvolle, starke Praxis zu machen. On the last day of many retreats, we always organize a session called Sangha Building, so that after the retreat, a number of people who live in the same area would be able to gather and to continue the practice. Und am Ende eines jeden Retreats, eines jeden längeren Retreats, haben wir immer eine Sitzung, die nennen wir Sangha bauen. Und da finden die Menschen einer bestimmten Region zusammen, lernen sich kennen und können Pläne machen, wie sie nach dem Retreat ihre Praxis weiterführen möchten. We may organize a day of mindfulness every month. And during that day of mindfulness, we practice walking meditation, sitting meditation, sharing a mindful meal, and especially the recitation of the precept, and then a Dhamma discussion about the precepts so that we can understand the precepts more deeply and learn how to practice them better and better all the time. So könnte man zum Beispiel in jeder Region einmal im Monat einen Tag der Achtsamkeit organisieren. An diesem Tag der Achtsamkeit würde man sich treffen, würde Gehmeditation üben, Sitzmeditation üben, vielleicht eine formelle Mahlzeit zusammen einnehmen, würde teilen, würde Dharma-Diskussionen machen, um die Richtlinien besser verstehen zu können, sie immer besser praktizieren zu können und würde die Richtlinien zusammen rezitieren. Please do not think that you can understand the five precepts thoroughly upon reading them for the first time. Bitte glaubt nicht, es wäre möglich, diese fünf Richtlinien zu verstehen, indem man sie nur ein einziges Mal liest. For the precepts of protecting life, for instance, we need to learn a lot from each other more in order to be able to apply it in our daily life. Was zum Beispiel die Richtlinie des Schützens von Leben angeht, da müssen wir voneinander lernen, immer mehr und immer mehr lernen, um tatsächlich in der Lage zu sein, diese Richtlinie bestmöglich anzuwenden und wirklich Leben zu schützen. The protection of the life of humans, of animals, vegetables and minerals is not a small business. Der Schutz von Menschenleben, von tierischem Leben, pflanzlichem und mineralischem Leben ist keine einfache Angelegenheit. The life of human beings is being destroyed every day, everywhere. The same thing is true with animals, vegetables and minerals. And we need to come together very often to practice looking deeply in order to find out better and better ways to practice the protection of life. Tag für Tag, jede Minute wird das Leben von Menschen zerstört. Das gleiche gilt für das Leben von Tieren, Pflanzen und Mineralien. Und deswegen muss man achtsam sein, man muss lernen und man muss immer besser in der Lage sein, das Leben aller Lebewesen zu schützen. I have practiced Buddhist meditation for 54 years and yet I still need my Sangha very much. Ich habe jetzt die buddhistische Meditation seit 54 Jahren geübt und trotzdem habe ich meine Sangha immer noch sehr nötig. My Sangha is my source of support, of joy, of strength, of happiness. And I have made a vow to take refuge in my Sangha for all my life. Meine Sangha ist für mich die Quelle der Unterstützung, des Friedens, der Kraft,
des Glücks. Und ich habe ein Gelöbnis abgelegt, mein ganzes Leben Zuflucht in meine Sangha zu nehmen. If you really want to continue the practice you have learned in this retreat, you must seek out, find out your Sangha. You have to build your own Sangha. Because without a Sangha, it will be very difficult to continue the practice. Wenn Sie das, was Sie in diesem Retreat gelernt haben, fortsetzen möchten, weiter üben möchten, dann müssen Sie eine Sangha finden. Dann müssen Sie Menschen finden, mit denen Sie zusammenarbeiten können. Denn ohne eine Gemeinschaft wird es sehr, sehr schwer werden. There is a saying in Vietnamese that if a tiger left his mountain and go to the lowland, he will get caught by humans, killed. If a practitioner is left without the Sangha, he or she will abandon her practice very soon. Es gibt in Vietnam ein Sprichwort, wenn der Tiger seinen Berg verlässt und in die Ebene heruntersteigt, dann werden die Menschen ihn erwischen und töten. Wenn ein Praktizierender ohne Gemeinschaft ist, dann wird er früher oder später seine Praxis aufgeben. So please try to get affiliated to a group of Dharma brothers and sisters to continue with your practice. And if that Sangha is not available in your area, gather 3, 4, 5 of us in order to set up one Sangha for our support. So versucht euch also mit einer Gemeinschaft zu verbinden. Und wenn in der Gegend, in der ihr lebt, keine Gemeinschaft bereits existiert, dann findet euch zusammen 3, 4 Freundinnen und Freunde und gründet eine. And that is one reason, one of the reasons why when we make a commitment to practice one precept or 2 or 5 precepts, we always make it in front of the teacher and of the whole Sangha, so that this act of commitment be witnessed by the whole Sangha, and the energy of the Sangha will help us to keep our determination to nourish our energy for the continuation of the practice of the precepts. Und das ist auch der Grund, warum wir die Richtlinien in Anwesenheit eines Lehrers und in Anwesenheit einer Gemeinschaft nehmen. Denn diese Anwesenheit des Lehrers und der Gemeinschaft wird unserer Entschlossenheit, uns in diesen Richtlinien zu üben, mehr Kraft verleihen. Es wird uns befähigen, die Übung der Richtlinien über eine längere Zeit und kraftvoller aufrechtzuerhalten. The third meditation. May I be free from anger, unwholesome states of mind, fear and worries. Die dritte Meditation. Möge ich frei sein von Wut, unheilsamen Geisteszuständen, Angst und Sorgen. With these afflictions in us, it's very difficult to be happy. Therefore, to recognize them, to take good care of them, to transform them, is the practice of in our daily life, in order to be free from them. Freedom here, of course, is not political freedom. It is freedom from our afflictions, including craving, anger. Mit all diesen Geistesgiften und Verstrickungen in uns ist es sehr schwer für uns, frei zu sein. Deswegen müssen wir genau hinschauen, wir müssen diese Verstrickungen erkennen, wir müssen uns gut um sie kümmern
Und wir müssen sie transformieren, um frei zu sein. Und mit Freiheit ist hier natürlich nicht politische Freiheit gemeint, sondern frei von den Geistesgiften. Gier, Hass, Verblendung und allen daraus entstehenden weiteren. In the fourth meditation, may I learn how to look at myself with the eyes of understanding and love. Die vierte Meditation heißt, möge ich lernen, mich mit den Augen des Verstehens und der Liebe anzuschauen. There are those of us who are constantly at war with ourselves. We are not able to accept ourselves. Es gibt viele unter uns, die ständig mit sich selber Krieg führen, die sich nicht so annehmen können, wie sie sind. And in our daily life, we may be trying all the time to run away from ourselves. In unserem Alltag versuchen wir vielleicht andauernd vor uns selbst zu fliehen. The human person is made of five elements, namely form, feelings, perceptions, mental formations and consciousnesses. Ein Mensch besteht aus fünf Aspekten: Form, Gefühl, Wahrnehmung, geistigen Bildekräften und Bewusstsein. These five elements are our territory, and we are somehow the king and the queen, or the queen ruling over that territory, which is really immense. Diese fünf Aspekte sind unser Königreich, unser Territorium. Und wir sind der König oder die Königin, die über dieses weite Gebiet herrscht. But it seems that we are not a very responsible king or queen, because we try to run away from our territory all the time. We don't want to go back to it. Es scheint aber so zu sein, als wären wir kein besonders verantwortungsbewusster König, keine besonders verantwortliche Königin. Denn andauernd wollen wir aus unserem Herrschaftsgebiet flüchten und nicht zurückkommen. Because we have the feeling that there are many unpleasant things that are happening in our kingdom. There are many kinds of war going on in our kingdom. That is why we feel that it's not pleasant to go back to it. Denn wir haben das Gefühl, dass da sehr viel Unangenehmes in unserem Königreich vorgeht. Kriege geführt werden, unangenehme Begebenheiten, und deswegen fühlen wir uns in unserem eigenen Königreich nicht besonders wohl und möchten nie zurückkehren. In order not to go home, we try to hide ourselves in television, telephone conversations, novels, magazines and conversations. Und um nicht heim zu müssen, verstecken wir uns in Fernsehen, in Telefongesprächen, in Illustrierten, in allen möglichen Ablenkungen. The Buddhist practice is trying to go home, and with the practice of the cultivation of the energy of mindfulness, trying to put to restore order and peace within our territory. Die buddhistische Praxis aber bedeutet, heimzukehren, die Energie der Achtsamkeit zu wecken und mit dieser Achtsamkeit die Ordnung in unserem Herrschaftsgebiet wiederherzustellen. And even if we know that there are a lot of suffering and weakness within ourselves, we are ready to accept our kingdom as ours, and that is the beginning of peace. Und obwohl wir wissen, dass es sehr viel Fehler und sehr viel Schwäche in uns gibt, sind wir bereit, dieses Königreich anzunehmen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, und so bauen wir Frieden. If you are angry at yourself, if you despise yourself, if you have a low self-esteem, you can never be happy.
But with the practice of mindfulness, of love, we be able to accept us as we are. And the moment when we are able to accept us as we are, peace begins to be possible. Wenn wir zornig auf uns sind, wenn wir mit uns selbst verzweifeln, wenn wir eine geringe Selbstachtung haben, dann ist es nicht möglich für uns, glücklich und friedlich zu sein. Aber die Energie der Achtsamkeit und die Energie der Liebe führt uns dazu, dass wir uns selbst annehmen können. Und indem wir uns selbst annehmen, wird Friede und Glück möglich. If I am like this, because my parents are like that, my society are like that, my education is like that, my church is like that, I only receive all these things from them. Wenn ich so bin, wie ich bin, dann weil meine Eltern so sind, wie sie sind, meine Gesellschaft so ist, wie sie ist, ich diese und jene Ausbildung genossen habe, all die Dinge habe ich also von ihnen erhalten. But if I am offered the Dharma, the way, and then I will be able to accept myself as I am and begin the work of transformation and healing. And I do this for you, for my parents, for my ancestors, for my society, for my posterity as well. Und wenn ich jetzt das Geschenk des Dharma erhalte, dem Weg begegne und beginne, mich so anzunehmen, wie ich bin und mich dadurch zu verändern und zu transformieren, dann tue ich das auch für euch, meine Eltern, meine Ahnen, meine Gesellschaft. Ich tue es auch für euer Wohlergehen und für euren Reichtum. Looking at living beings with the eyes of understanding and compassion, that is a sentence taken directly from the Lotus Sutra. Und dieser Satz, mit den Augen des Verstehens und der Liebe andere Wesen anzuschauen, das ist ein Satz, der wörtlich aus dem Lotus Sutra entnommen wurde. That is the essential of the practice of a Bodhisattva called Avalokiteshvara, the Bodhisattva of compassionate listening. Das ist die Essenz der Übung von Avalokiteshvara. Learning to look at yourself with compassion and accept yourself as you are. Learning to look at the other person with the eyes of compassion and accept himself as he is. Accept him as he is. Ihr lernt, euch mit den Augen des Mitgefühls anzuschauen und euch so anzunehmen, wie ihr seid. Und ihr lernt es, den anderen Menschen mit den Augen des Mitgefühls zu sehen und ihn oder sie so zu akzeptieren, wie er ist. If you can practice this just for one or two days, this can already be possible. Und wenn ihr das wirklich aufrichtig übt, dann ist Frieden bereits möglich. Our love is unconditional. We don't say, if you don't change, I will not love you. True love is, you are like that, and I accept you as you are. Unsere Liebe ist bedingungslos. Wenn wir sagen, ich liebe dich nur dann, wenn du dich änderst, dann ist das keine wahre Liebe. Wahre Liebe sagt, ich liebe dich so, wie du bist. The fifth meditation, may I be able to recognize and touch the seeds of joy and happiness in me. Die fünfte Meditation ist, möge ich in der Lage sein, die Samen der Freude und des Glücks in mir zu erkennen und zu berühren. The good news is that not only there are seeds of suffering,
anxiety in us, but in us there are also positive seeds, the seeds of joy, love, and happiness that we should try to touch every day. Die gute Botschaft lautet, dass es in uns nicht nur negative Samen gibt, nicht nur die Samen des Zorns, der Angst und der Verzweiflung, sondern dass es auch heilsame, positive Samen gibt. Die Samen des Glücklichseins, des Friedens und der Freude, die wir finden können und jeden Tag berühren. When we say, that person has no capacity to love and to happy, we underestimate him or her, because according to the teaching, that person does have the seed of understanding, of loving, of being happy. Only these seeds have been buried so deeply under so many layers of suffering. Wenn wir von irgendeinem Menschen, egal wer es sein mag, sagen, dieser Mensch hat nicht die Fähigkeit zu verstehen und zu lieben, dann unterschätzen wir diesen Menschen. Denn gemäß den Lehren des Buddha hat jeder Mensch die Fähigkeit und die Samen für Verständnis, für Mitgefühl und für Liebe. Nur häufig sind sie verdeckt und verborgen unter unglaublich vielen Schichten des Leidens. So if you really love him, if you really have compassion vis-à-vis that person, try to help him, to point to him, to touch the seed of joy and love and happiness in him, because these seeds do exist. And you may be the first person who can help him or her. Wenn Sie also wirklich lieben, dann gehen Sie zu diesem Menschen hin und helfen Sie ihm, die vorhandenen Samen des Glücks zu berühren. Denn in diesem Menschen sind diese Samen von Freude, von Glück und von Frieden. Und wenn Sie sie berühren können, dann sind Sie vielleicht der allererste Mensch, dem das jemals gelungen ist, der diesem Menschen hilft, diese Samen zu berühren. By ourselves, we can touch the seed of joy, of love and happiness in us. But we may be helped, may be assisted, may be supported by the practice of the brothers and sisters who are around us, because they can help us to touch these wholesome seeds in us. Wir können diese Samen des Glücks, der Freude und des Friedens auch selbst in uns berühren. Aber es ist möglich, dass wir Unterstützung finden, Hilfe von den Brüdern und Schwestern, die mit uns üben. Und das kann es sehr erleichtern, dass wir mit ihrer Hilfe diese Samen sehr viel leichter und sehr viel tiefer berühren könnten, als wir es alleine in der Lage wären. The seventh meditation. The sixth meditation, may I be able to identify and see the nature of anger, craving and delusion in me. Die sechste Übung lautet, möge ich in der Lage sein, die Natur von Wut, Gier und falschen Wahrnehmungen in mir zu sehen und zu identifizieren. The nature of our afflictions means the roots of our afflictions, the source of our afflictions. We should practice looking deeply in order to see how that craving, that anger, that delusion have come to be. Die Natur unserer Geistesgifte zu erkennen, heißt, dass wir sie umarmen sollten und tief hinschauen üben, damit wir herausfinden, wo unsere Geistesgifte, wo unsere Wut, wo unsere Begierde und all das andere herkommt. Salvation in Buddhism is not salvation
by grace, but by insight. If we practice looking deeply into the nature of our okay, we have the insight about that nature, and it is that insight that will liberate us from our suffering. Erlösung im Buddhismus ist nicht eine Erlösung durch Gnade, sondern eine Erlösung durch Einsicht. Wenn wir tief in die Natur unserer Schwierigkeiten hineinschauen, dann werden wir sie erkennen, wir werden sehen, wo sie herkommen, wir werden verstehen. Und dieses Verstehen, diese Einsicht ist es, was uns schließlich davon erlöst. The practice of the daily practice of mindfulness, concentration and insight is essential in order to transform these blocks of suffering within us. Und die tägliche Praxis, die tägliche Übung von Achtsamkeit, Verstehen und Konzentration ist wesentlich, damit wir diese negativen Blockaden in uns auflösen können. The seventh meditation, may I learn how to nourish myself every day with joy. Die siebte Übung lautet, möge ich lernen, mich jeden Tag mit Freude zu nähren. It's very important to learn to stop chewing your pain, your anxiety every day. It's very important to be able to touch the refreshing and healing elements within and around us to get nourished. Es ist sehr wichtig, dass wir aufhören, unsere Sorgen, unseren Zorn und unsere Schwierigkeiten jeden Tag wieder zu kauen. Es ist sehr wichtig, dass wir lernen, Freude und Frieden zu finden und uns davon zu nähren. We must use our intelligence, our talent. And we must rely on our Sangha in order to organize our daily life in such a way that we can touch the wonders of life, the refreshing elements, the healing elements of life that are available for our nourishment and the nourishment of our society. Wir müssen üben und wir müssen uns die Hilfe der Sangha versichern, um die erfrischenden, heilsamen und lebendigen Wunder des Lebens immer wieder zu berühren und uns von ihnen nähren zu lassen. Very important to learn to stop chewing your pain, your anxiety every day. It's very important to be able to touch the refreshing and healing elements within and around us to get nourished. Es ist sehr wichtig, dass wir aufhören, unsere Sorgen, unseren Zorn und unsere Schwierigkeiten jeden Tag wieder zu kauen. Es ist sehr wichtig, dass wir lernen, Freude und Frieden zu finden und uns davon zu nähren. We must use our intelligence, our talent. And we must rely on our Sangha in order to organize our daily life in such a way that we can touch the wonders of life, the refreshing elements, the healing elements of life that are available for our nourishment and the nourishment of our society. Wir müssen üben und wir müssen uns die Hilfe der Sangha versichern, um die erfrischenden, heilsamen und lebendigen Wunder des Lebens immer wieder zu berühren und uns von ihnen nähren zu lassen. The eighth meditation, may I be able to live fresh, solid and free. Die achte Meditation, möge ich in der Lage sein, frisch, gefestigt und frei zu leben. Solidity and freedom are the two characteristics of Nirvana. Festigkeit und Freiheit sind die Charakteristika von Nirvana.
By practicing mindful breathing, mindful walking, by practicing living deeply every moment of your daily life, you cultivate your solidity, you cultivate your freedom, and these are two basic factors of your well-being. Durch die Übung des achtsamen Atems, durch die Übung des achtsamen Gehens, durch alles, was man tut, um seine Achtsamkeit zu stärken, festigt man die Festigkeit und die Freiheit in sich. Und das sind die Grundvoraussetzungen. Nirvana is not something you experience after you die. Nirvana is something you have to experience in the here and the now. Nirvana ist nicht etwas, was man irgendwann mal erfährt. Nirvana kann man nur im Hier und Jetzt erfahren. Speaking in the language of Christianity, you don't have to die in order to enter the kingdom of God. In fact, you have to be very alive in order to do so. Um es in christlichen Begriffen auszudrücken, du musst nicht sterben, um in das Königreich Gottes einzugehen. Tatsächlich musst du sogar sehr lebendig sein, um das Königreich Gottes zu finden. Your solidity, your freedom will be the ground of your own happiness and the happiness of those around you. Und deine Festigkeit und deine Freiheit sind das Fundament für dein eigenes Glück und für das Glück derer, die mit dir leben. The nine meditation. May I not fall into the state of indifference, or be caught either in attachment or aversion. Die neunte Übung, möge ich weder in den Zustand der Gleichgültigkeit verfallen, noch gefangen sein in Anhaftung oder Ablehnung. There are those of us who have experienced so much pain in the process of loving. So we become very afraid of love. Viele von uns haben im Prozess des Liebens so viel Schmerz erfahren, dass wir uns nun vor der Liebe fürchten. So in order not to suffer more, we try to be indifferent. Und um nicht noch mehr zu leiden, versuchen wir jetzt gleichgültig zu bleiben. If you think that the practice of Buddhism is to be indifferent, you are wrong. Wenn Sie glauben, die Praxis des Buddhismus sei Gleichgültigkeit, dann liegen Sie falsch. You have to be very concerned about what is going on. Tatsächlich muss man sehr betroffen sein von dem, was geschieht. Love is so essential for our happiness, but we should learn how to love, so that we will not create pain for ourselves and for the person we love. Liebe ist so wesentlich für unser Glück. Aber wir müssen lernen, richtig zu lieben, damit wir nicht für uns und für andere nur noch mehr Schmerz erzeugen. In the beginning, we may feel that without love, without the other person, it is absolutely impossible for us to live. Am Anfang haben wir vielleicht das Gefühl, dass wir ohne Liebe, ohne den anderen Menschen überhaupt nicht leben können. By loving not properly, we deprive ourselves of our freedom and we deprive the person we love with her freedom at the same time. Aber wenn wir nicht richtig lieben, dann rauben wir uns mit unserer Liebe unsere eigene Freiheit und auch die Freiheit des Menschen, den wir lieben. And if we continue to love in such a way, a certain time later on, our love will become the opposite, hate, aversion. Und wenn wir auf diese klammernde Art lieben, dann wird unsere Liebe irgendwann einmal sich in ihr Gegenteil verkehren. Sie wird zu Hass, zu Abneigung. In the beginning, we thought that without the other person, we could not be
we could not survive. Now, we think that if we continue to live with him or her, we will die. Am Anfang haben wir gedacht, dass wir ohne diesen anderen Menschen nicht lieben können. Jetzt denken wir, wenn wir weiter mit ihm oder ihr leben müssen, dann werden wir sterben. And we are convinced that divorce is the only solution for survival. Und wir sind zutiefst überzeugt, dass Scheidung die einzige Möglichkeit für uns ist, weiterzuleben. We don't want to look at that person anymore. We don't want to talk to that person anymore. We don't want to hear about that person anymore. Wir wollen diesen Menschen nicht mehr sehen. Wir wollen mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben. Wir wollen nicht einmal mehr was von diesem Menschen wissen. True love is the kind of love that is not caught either in slavery, attachment or aversion. Wahre Liebe ist eine Liebe, die sich nicht in Sklaverei, also Anhaftung verfängt und ebenso wenig in Abneigung. You are very concerned about the suffering and the well-being of the other person. You are really concerned. You do everything you could in order for him or for her not to suffer and to be happy. And yet, you can still retain your freedom, and yet you can retain her or his freedom. That is the essence of true love. Man ist zutiefst betroffen vom Glück und vom Leid des anderen. Man wird alles in seiner Kraft Stehende tun, um das Leiden des geliebten Menschen zu lindern, um ihn oder sie glücklich zu machen. Und trotzdem, bei all dem, wird man seine eigene Freiheit bewahren und wird auch die Freiheit des anderen achten. Das ist wahre Liebe. Every time I recite the five wonderful precepts, namely the five steps of training, I see the five steps of training only as the practice of love. Jedes Mal, wenn ich die fünf wunderbaren Richtlinien oder wie ich sie nenne, die fünf Schritte der Übung rezitiere, dann erkenne ich immer wieder, dass diese fünf Schritte der Übung nichts anderes sind als die Praxis der Liebe. I ask myself, how can you truly love without practicing the five wonderful precepts? Ich frage mich selbst, wie kann man richtig lieben, ohne diese fünf wunderbaren Richtlinien einzuhalten? There are many living spiritual traditions. If you don't want to practice in the five wonderful precepts in their Buddhist form, you may like to practice them in the context of your own tradition. But without practicing them, how can we say that we love? Es gibt viele lebendige spirituelle Traditionen. Und wenn Sie diese fünf wunderbaren Richtlinien nicht in ihrer buddhistischen Form üben wollen, dann möchten Sie sie vielleicht in ihrer alten Tradition üben. Aber ohne sie zu üben, wie können wir jemals glauben, wirklich zu lieben? It is the time when you have to begin learning how to love as a community, as a city, as a nation. Es ist an der Zeit, dass wir lernen, richtig zu lieben. Als Einzelne, als Gemeinschaft, in unseren Städten, als ganze Gesellschaft. We have tried to love as individuals. Now, the 21st century is the time when we have to practice loving as a community, a nation. Wir haben bisher Liebe immer als Einzelne geübt. Jetzt, im 21. Jahrhundert, wird es Zeit, dass wir gemeinsam, gemeinschaftlich lieben, dass eine ganze Nation liebt.
after reunification, there's still differences between the people in East, in the former East Germany and in the former West Germany. Auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands gibt es noch Differenzen zwischen den Menschen des früheren Ostdeutschlands und des früheren Westdeutschland. I'm sure that in the past many years, people in the West have learned many things from people in the East and vice versa. Aber ich bin mir sicher, dass in der Vergangenheit die Menschen des Westens viel gelernt haben von den Menschen des Ostens und umgekehrt. The thinking, the way of thinking is so different. The idea of happiness is so different. We need time to be together in order to find out, to understand each other. Die Denkungsweise ist so verschieden. Auch die Vorstellungen von Glück unterscheiden sich. Also müssen wir zusammenkommen. Wir müssen uns begegnen und besser kennenlernen. I think we need 5 or 10 more years in order for the people in the West and the East to understand them totally. And by that time, it will be much easier. And if the whole nation practice together the practice of looking deeply and compassion, people can accelerate the process of transformation. Ich bin mir sicher, dass in 5 bis 10 Jahren die Menschen von Ost und West sich sehr viel besser verstehen. Wenn dann die ganze Nation das noch unterstützen würde durch tiefes, mitfühlendes Hinschauen, dann könnte dieser Prozess sicher noch wesentlich beschleunigt werden und sehr viel tiefer gehen. I have always been impressed by Germany's capacity to reunify the country without bloodshed. Ich war sehr beeindruckt davon, dass die Wiedervereinigung Deutschlands möglich war ohne Blutvergießen. You set an example for many countries and we wish you continue the success in the work of promoting understanding among different fractions of the population so that harmony and peace become the foundation of your nation. Und ich wünsche, dass Ihre Arbeit des Verständnisses der verschiedenen Bevölkerungsschichten weitergeht und dass Sie sozusagen damit ein Beispiel für andere Nationen setzen können. The 21st century is the century when we have to learn how to practice love as nations. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert, wo wir lernen müssen, die Praxis der Liebe als ganze Nation zu üben. And we practice in such a way that the next Buddha, Maitreya, will come to us as soon as possible. Und wir müssen so gut üben, dass der nächste Buddha, Buddha Maitreya, so bald wie nur möglich erscheint. That morning, after the rain retreat and after the Venerable Shariputra is gone, a monk came to the Buddha and complained that Shariputra pushed him to the ground and went away without apologizing to him. Am Morgen nach dem Regenretreat kam ein Mönch zum Buddha und hat den Mönch Shariputra angeklagt, indem er sagte, Shariputra habe ihn zu Boden gestoßen und sei dann weggegangen, ohne sich bei ihm zu entschuldigen. This story happened in the Jeta Grove, the monastery where the Buddha stayed with many of his monks. The ground was had been offered to him and his sangha by a banker whose name is Sudatta. Diese Geschichte hat im Jetahain stattgefunden, ein Ort,
an dem der Buddha sich mit seinen Mönchen sehr oft aufgehalten hatte, ein Ort, dem der seinem Orden zum Geschenk gemacht worden ist von einem Bankkaufmann namens Sukhata. You know that Shariputra is a very beloved student of the Buddha. He was a very intelligent monk, and he helped the Buddha to train many, many monks. Und ihr wisst, dass Shariputra einer der Lieblingsschüler des Buddha war, ein sehr hochintelligenter Mönch, der dem Buddha geholfen hat, viele, viele Mönche zu trainieren. And of course in the Sangha there was elements who were jealous of him. Und in der Sangha gab es durchaus auch Elemente, die auf ihn eifersüchtig waren. The Buddha told his young attendant to try to catch Shariputra, because it has been only half an hour that Shariputra departed from the Jeta Grove. Und der Buddha schickte dann einen jungen Aufwärter los, um Shariputra noch zu erwischen, denn er war erst vor einer Stunde aus dem Jeta-Hain abgereist. About 1 hour after Shariputra was back into the monastery, and there the Buddha was sitting with about 300 monks. Nach etwa einer Stunde kehrte Shariputra zurück in den Jeta-Hain, wo der Buddha mit ungefähr 300 Mönchen saß. The Buddha asked Shariputra, "Isn't that true that this morning, before you leave, this brother of yours asked you something, and you did not answer? Instead, you push him to the ground, and you went away without apologizing to him." Und der Buddha fragte, Shariputra, trifft es zu, dass du heute Morgen vor deiner Abreise aus dem Jeta-Hain diesen Bruder, der dich etwas gefragt hat, dass du ihm keine Antwort gegeben hast und ihn stattdessen zu Boden gestoßen hast und dann ohne ein Wort davon gegangen bist? The venerable Shariputra practiced breathing in and breathing out for a few minutes. And then he began to tell his case and the content of his of this expression and this his the words spoken by Shariputra became the content of a sutra called Shariputra's Lion Roar. Der Shariputra übte einige Minuten achtsames Ein- und Ausatmen und dann trug er seinen Fall vor. Und die Worte, die Shariputra da gesagt hat, sind in eine Sutra eingegangen und die Sutra trägt den Titel Das Löwengebrüll des Shariputra. I think we can learn a lot from the teaching of the elder Shariputra today. Ich denke, wir können viel lernen aus dieser Lehre des alten Shariputra. Lord Buddha, I still remember the teaching you gave to the young novice Rahula. Er sagte, Buddha, mein Herr, ich kann mich noch sehr gut an die Lehre erinnern, die du dem jungen Novizen Rahula gegeben hast. Lord Buddha, you told him to practice like the earth, to practice like the fire, to practice like the water, to practice like the air. Buddha, du hast ihn gelehrt, zu üben wie die Erde, zu üben wie das Wasser, zu üben wie das Feuer und zu üben wie der Wind. My Lord, the teaching was given to the young Rahula, but I have taken it into my heart and I have been practicing deeply that teaching ever since. Mein Herr, du hast diese Lehre dem jungen Rahula gegeben, aber ich habe sie mir ebenso zu Herzen genommen und sie seitdem geübt. Lord Buddha, I always try to practice like the earth. Buddha, ich habe immer versucht zu üben wie die Erde. When you throw anything on earth, whether that thing is fragrant, beautiful,
It is something that is dirty, stinking. The earth receives them all without discrimination. Wenn man übt wie die Erde, was immer man auf den Boden wirft, was immer man auf die Erde wirft, mag es duftend und schön sein oder mag es dreckig und stinkend sein. Die Erde nimmt es alles auf, ohne Unterschied. The earth always is capable of absorbing all these things and transform them and purify them. Die Erde ist in der Lage, all das aufzunehmen, es zu reinigen und zu verwandeln. Lord Buddha, I have been trying to practice like the fire. Und Buddha, ich habe versucht zu üben wie das Feuer. When people throw into the fire something beautiful, fragrant, or when they throw into the fire something very dirty, something very ugly, the fire consumes all and reduces everything into ash. Was immer man ins Feuer wirft, sei es duftend und schön oder sei es abgrundtief hässlich, das Feuer verzehrt alles und verwandelt es ausnahmslos zu Asche. Fire has the capacity to receive, to accept without discrimination, to transform, to purify. Das Feuer hat die Fähigkeit, alles zu nehmen, sich von allem zu nähren, alles zu reinigen und zu verwandeln. My Lord, I am not the kind of monk that does not answer to his brother when asked. I am not the kind of monk that push my brother into falling to the earth and go away without apologizing to him. Und er sagte weiter, mein Herr, ich bin nicht die Art von Mönch, der seinem Bruder keine Antwort gibt, wenn er gefragt wird, oder der einem Bruder gar in den Staub stößt und ohne Entschuldigung davon geht. Lord, I have been trying to practice like water. No matter what people wash into the water with the water, whether that is a beautiful piece of silk, or a very dirty piece of cloth, something that stinks, the water always receives them all and wash them all and purify all and purify herself. Herr, ich habe versucht zu üben wie das Wasser. Was man immer im Wasser des Flusses wäscht, sei es ein wunderschöner Seidenstoff oder sei es ein alter stinkender Lumpen. Das Wasser nimmt allen Schmutz bereitwillig auf, reinigt alles und auch sich selbst. Lord, I always practice being mindful. And no matter what people do to me, people say to me, I accept all these things and I try to accept and transform them. Und auch ich versuche zu üben und zu sein wie das Wasser und anzunehmen, was auch immer mir gesagt wird, was auch immer an mich herangetragen wird. Ich versuche es alles vorurteilslos aufzunehmen und zu verwandeln. I am not the kind of monk that pushed his brother to the ground and left without apologizing. Ich bin nicht die Art von Mönch, der seinen Bruder zu Boden stößt und ohne Entschuldigung davon geht. Lord, I have been trying to practice like the air. No matter what kind of smell and odor that is put out, the air always accept it and try to purify it and purify itself. I always try to absorb, to receive without discrimination what has been said or done to me without anger, and try my best to transform them, to purify them, and to purify myself. Herr, ich habe auch versucht zu üben wie die Luft. Was immer an Gerüchen
hervorkommt. Die Luft nimmt einfach alles auf, trägt es davon, reinigt es und reinigt sich selbst. Und ebenso habe ich versucht, alles, was mir begegnet, was zu mir gesprochen wird, was an mich herangetragen wird, aufzunehmen, ohne Voreingenommenheit, es zu nehmen und zu transformieren. Lord, I am not the kind of monk that pushes his brother to the ground and live without apologizing. Herr, ich bin nicht die Art von Mönch, der seinen Bruder zu Boden stößt und ohne Entschuldigung davongeht. Shariputra continued to speak like that, and suddenly the other monk stood up and made a prostration to the Sangha and confessed that he had accused Shariputra without any ground of truth, just by jealousy. Shariputra fuhr noch eine Weile fort, und dann erhob sich der andere Mönch aus der Menge der Mönche, warf sich vor seinen Brüdern nieder und gab zu, dass er Shariputra ohne jeden Grund angeklagt hatte. He made three prostrations before the elder Shariputra and begged for his forgiveness. Und er warf sich dreimal vor dem älteren Shariputra nieder und bat ihm um Vergebung. At that time, the venerable Shariputra also stood up and make three deep prostration before the other monk and said, "Brother, I had not been skillful enough. I have not been khiêm nhường, modest enough, so that I may have appear like arrogant or something to you, and I beg for your pardon on the shortcoming I have." Nun erhob sich Shariputra und warf sich seinerseits dreimal tief vor dem anderen Mönch nieder und sprach folgendermaßen: "Bruder, ich bitte dich nun um Vergebung, denn ich war nicht geschickt genug. Ich war nicht demütig genug. Und deswegen mag ich arrogant und überheblich erschienen sein. Ich bitte dich um Vergebung für meine Fehler und für meine Ungeschicklichkeit." That morning in the Jeta Grove, many monks witnessed to that beautiful scene of reconciliation. We used to call it beginning anew. Und an diesem Vormittag waren viele Mönche Zeuge dieser wunderbaren Versöhnung. Und wir nennen sie den Neuanfang. The scenes of reconciliation and beginning anew like that are recorded several times in many holy scriptures that have been handed down to us. Solche Vorfälle der Versöhnung und des Neuanfangs sind uns viele überliefert in den Schriften, sind sie aufgezeichnet. I think that the beginning anew was possible, the reconciliation is possible because of the presence of the Buddha, the Dharma and the Sangha. Ich denke, Versöhnung war und ist möglich. Versöhnung kann stattfinden in der Präsenz von Buddha, Dharma und Sangha. Of course, when you live with your partner, with your children, you have no Sangha. You have you may not have learned the Dharma. But sometimes you can realize that practice of reconciliation and beginning anew among two of you. So natürlich, wenn man in einer Familie lebt, mit seinen Kindern lebt, dann hat man keine formelle Sangha. Man hat vielleicht auch nicht den Dharma studiert und geübt. Und trotzdem wird man finden, dass diese Übung der Versöhnung, des neuen Anfangs, sogar zwischen zwei Menschen möglich ist. To beginning anew, to give it a new start. Neuanfang heißt einen neuen Start machen. That is something
which is much easier to do when you have the Buddha, the Dhamma and the Sangha present. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn Buddha, Dhamma und Sangha präsent sind. So it's very crucial that each of us, each family, get affiliated to a community of practice. And when we have taken refuge in the Buddha, the Dhamma and the Sangha, the work of reconciliation, of beginning anew, of getting a new start, can always be much more, much easier. Und darum ist es wichtig, dass jeder und auch jede Familie eine Verbindung zu einer Gemeinschaft, zu einer lebendigen Sangha hat. Denn in dieser Gemeinschaft ist die Übung der Versöhnung und des neuen Anfangs um so viel einfacher. If we observe carefully, we see that the earth is trying to do its best. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass die Erde ihr Bestes tut. The earth is trying hard to renew itself, to purify itself. Die Erde versucht immer, sich zu erneuern und sich zu reinigen. We have to make an effort in order to help the earth to renew itself, to purify itself. Und wir müssen uns Mühe geben und der Erde helfen, sich zu erneuern und sich zu reinigen. Each of us is a child of the earth. We have to learn to do exactly the same thing the earth is doing. Trying to accept, to purify, to transform. That is the only way to protect the earth, to be one with the earth. Jeder einzelne von uns ist ein Kind der Erde. Und deswegen müssen wir es lernen, es der Erde gleich zu tun. Immer wieder aufzunehmen. Zu verwandeln und zu reinigen. Nur so können wir der Erde helfen. Und nur so können wir wahrlich ein Teil der Erde sein. Our job, our practice is to take good care of the afflictions in us, the sorrow, the pain in us. In order to transform them back into compost, flowers will be able to grow on them again. This is exactly what the earth is trying to do. Unsere Aufgabe muss es sein, all unsere Geistesgifte, unsere Angst, unseren Zorn, unsere Verzweiflung zu transformieren und in Kompost zu verwandeln, damit auf diesem Kompost und aus diesem Kompost wieder wunderbare Blumen wachsen können. Und das ist genau die Aufgabe, die auch die Erde erfüllt. If we do not take care of our territory, we will pollute the environment with our fear, our violence. Our suffering. Wenn wir uns nicht um unser eigenes Königreich, um unser eigenes Hoheitsgebiet kümmern, dann werden wir die Atmosphäre dort mit Angst, mit Schmerz und mit Leiden vergiften. If we observe carefully, we see that the water is doing very much the same thing, trying to accept and purify everything and purify herself as water. Und auch wenn wir das Wasser beobachten, finden wir, dass es das genau dasselbe tut. Alles annimmt, alles verwandelt und alles reinigt und gleichzeitig sich selbst. If we have been polluting our water because we have been polluting ourselves with a lot of afflictions. Und wenn wir unser Wasser vergiften, dann, weil wir uns selbst vergiftet haben mit all unseren Geistesgiften. The water always tries to become cloud, to become rain, and to be filtered through many layers of sand and rocks, so that
it can be renewed for us. We have to practice very much the same kind of thing. Das Wasser hat die Tendenz, sich immer wieder zu klären, immer wieder zu seiner Reinheit zurückzufinden. Und dadurch wird es gefiltert durch viele Schichten von Sand, Steinen und Felsen, um wieder klar zur Verfügung zu stehen. Und wir müssen es sehr ähnlich machen wie das Wasser. Concerning the fire and the air is the same thing. We have to learn their practice in order to accept, to receive, to accept, to transform and to purify everything we got into our being and also to purify ourselves for the sake of the whole world. Und auch vom Feuer und von der Luft müssen wir in unserer Praxis lernen, um wie sie in der Lage zu sein, alles aufzunehmen, alles zu transformieren und alles zu reinigen. So wie das Feuer und Luft tun, müssen es auch wir tun können. Wir müssen alles aufnehmen, transformieren und reinigen zu unserem Wohl und zum Wohle der ganzen Welt. There is a famous Buddhist scripture called the Diamond Sutra. Es gibt einen sehr berühmten buddhistischen Text mit dem Titel Diamant Sutra. According to the teaching of the Diamond Sutra, there are four notions to overcome. Gemäß der Lehre, wie sie im Diamant-Sutra aufgeschrieben ist, gibt es vier Begriffe, die überwunden werden müssen. The first notion is the notion of self. We have to look deeply into our so-called self to see that our self is made only of non-self elements. Die erste Wahrnehmung, das erste Konzept, was überwunden werden muss, ist die Wahrnehmung eines Selbst. Wir müssen sehr tief in unser sogenanntes Selbst hineinschauen, um zu erkennen, dass es ausschließlich aus Nicht-Selbst-Elementen besteht. And in order to protect ourselves, we have to learn how to protect the non-self elements. Und um uns selbst zu schützen, müssen wir es lernen, diese Nicht-Selbst-Elemente zu schützen. These non-self elements include earth, fire, water, air. Diese Nicht-Selbst-Elemente beinhalten Erde, Wasser, Feuer und Luft. These non-self elements include the trees, the animals, the undeveloped countries. Diese Nicht-Selbst-Elemente beinhalten Tiere, Pflanzen und die unterentwickelten Länder. If we do not take care of them, it means we are not taking good care of ourselves. Wenn wir uns um die nicht kümmern, dann heißt das, dass wir uns um uns selbst nicht wirklich kümmern. The second notion to remove is the notion of human beings. Die zweite Wahrnehmung, die es zu überwinden gilt, ist die Wahrnehmung von menschlichen Wesen. If we practice looking deeply into human beings, we find out that human beings are made of non-human elements. Wenn wir sehr tief in die Natur von Menschenwesen hineinschauen, dann werden wir wieder feststellen, dass Menschen nur aus Nicht-Menschen-Elementen bestehen. If we look into ourselves, we see that we have been trees, animals, minerals in our past lives. But we also continue to be animals, trees and minerals right in the present moment. Wenn wir tief in uns selbst hineinschauen, dann werden wir entdecken, dass wir Bäume, Tiere und Mineralien gewesen sind in vergangenen Leben. Aber wir sind auch Bäume, Tiere und Mineralien jetzt, in diesem gegenwärtigen Augenblick.
We know that humans are a very young species on Earth compared with many other species. Wir wissen, dass die menschliche Lebensform gemessen an den anderen Lebensformen auf dieser Erde recht jung ist. And if we continue to destroy non-human elements, we are destroying the human element at the same time. Und wenn wir damit fortfahren, andauernd nichtmenschliche Elemente zu zerstören und zu vernichten, dann vernichten wir letztlich auch das menschliche Element. I used to think that the Diamond Sutra is the most ancient text about the protection of our environment. Ich habe mir immer gedacht, das Diamantsutra sei der älteste Text, der vom Schutz unserer Umwelt spricht. Because of its teaching that man is made only of non-man elements, to protect man, you have to protect the non-man elements. Wegen der darin enthaltenen Lehre, dass der Mensch nur aus Nicht-Mensch-Elementen besteht, und um den Menschen zu schützen, müsse man alle nichtmenschlichen Elemente schützen. The third notion to overcome is the notion of living beings. Die nächste Wahrnehmung, das nächste Konzept, was es zu überwinden gilt, ist die Wahrnehmung von Lebewesen. When you practice meditation, you find out that living beings are made of non-living being element like the vegetables, the minerals. Wenn man sogenannte Lebewesen näher anschaut, dann stellt man fest, dass sie nur aus nicht belebten Elementen, wie aus dem pflanzlichen und mineralischen Bereich, entbestehen. Life on Earth will no longer be possible if we do not live in such a way that allowed non-living elements, namely the minerals, the water, to be themselves. Menschliches oder lebendes, belebtes Sein wird nicht möglich sein, wenn wir weiter auf eine Art und Weise leben, die es Mineralien, dem Wasser und anderen Elementen nicht gestatten, sie selbst zu sein. The fourth notion to be removed is the notion of lifespan. Oh, sorry. Lifespan, lifetime. Die vierte Wahrnehmung, die es zu überwinden gibt, ist die Wahrnehmung einer Lebensspanne. We believe that our life begins at the moment when we are born and will stop the moment when we die. Wir unterliegen der Annahme, unser Leben beginne mit der Geburt und würde mit dem Tode enden. If we practice looking deeply, we see that birth and death are only notions. Life, our life is not limited to that period of time, say 60, 70 or 80 years. Wenn wir aber näher gucken, dann stellen wir fest, dass Geburt und Tod nur konzeptuelle Wahrnehmungen sind. Unser Leben ist nicht auf diese Spanne von 30, 40 oder 80 Jahren begrenzt. We had been there already before we were born. In our parents, in our ancestors, in other species, and we will continue to be after the moment we think we'll die. Wir waren bereits vorhanden in unseren Eltern, in unseren Ahnen, in anderen Lebensformen, bevor wir geboren worden sind, und wir werden auch noch gegenwärtig sein, wenn dieser Körper gestorben ist. And this contemplation leads us to non-fear, to the transcendence of the notion of birth and death. Und diese Einsicht führt uns zur Furchtlosigkeit, diese Überschreitung der Wahrnehmung von Geburt und Tod. Dear brothers and sisters, we are caught, most of us are caught in the notion of self. That is why we suffer so much.
Liebe Brüder und Schwestern, die meisten von uns sind in der Wahrnehmung eines Selbst gefangen. Und das ist der Grund, warum wir so viel leiden. The practice of the three prostrations, for instance, the practice of removing the four notions as taught in the Diamond Sutra are to help us to free ourselves from that notion of self so that we will touch non-fear, the base of true happiness. Die Praxis des Verbeugens und des Berührens der Erde und die Lehre des Nicht-Selbst im Diamant-Sutra hilft uns, diese falsche Wahrnehmung eines Selbst zu überwinden, das Nicht-Selbst zu erkennen und über die Furcht hinauszuwachsen und Furchtlosigkeit zu entwickeln. Many of us here suffer because the loss of a person we love. Many of us suffer because of the fear of dying. And tomorrow we shall listen to the Buddha's teaching on birth and death. Viele von uns hier leiden, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben. Viele leiden, weil sie Angst vor ihrem eigenen Tod haben. Und darum werden wir uns morgen mit den Lehren des Buddha befassen, mit seinen Lehren bezüglich Leben und Tod.